Lieber Kruse, wir sind hier beim Europaabend. Man glaubt es nicht, es fühlt sich an wie ein Europanachmittag bei blendendem Wetter, gefühlt 30 Grad. Heute vor einem Jahr gab es den letzten Europaabend, das war mit 600 Zuschauern im Hamburger Rathaus. Heute sind wir am Ende zu dritt, wir beide und unser Ehrengast gleich. Wie fühlt sich das an? Wie gerne würde ich mit vielen hundert Leuten den Europaabend feiern. Denn der Europaabend ist unsere wichtigste Veranstaltung. Wir wollen damit Europa in den Mittelpunkt des Bewusstseins rücken. Leider in Zeiten von Corona müssen wir noch etwas Geduld haben, bis wir wieder mit so vielen Leuten feiern können. Nächstes Jahr wieder einig? Sind Sie da optimistisch? Ich persönlich bin optimistisch, ja. Und ich glaube, dass wir nächstes Jahr wieder mit vielen Leuten feiern können. Und auf jeden Fall werden wir wie jedes Jahr flexibel reagieren. Und unser Ziel, Europa in den Mittelpunkt zu stellen und deutlich zu machen, wie wichtig Europa für uns alle ist, das werden wir auch dieses und nächstes Jahr verfolgen. Wie zufrieden sind Sie denn mit der europäischen Antwort auf die Corona-Krise bis hierhin? Die europäische Antwort zeigt neue Perspektiven auf. Es hat sich etwas bewegt und wir beschreiten Neuland, mehr als man erwartet hat. Ich war nicht glücklich darüber, dass wir gleich die Grenzen zugemacht haben. Es hat gezeigt, dass wir alle noch mehr voneinander lernen müssen, noch mehr miteinander reden und noch mehr gemeinsame Lösungen finden. Genau. Wir gucken mal, wen Sie in den vergangenen Jahren hatten als Gäste. Olaf Scholz war da, Kanzlerkandidat. Heute Kanzlerkandidat. Damals war er noch Bürgermeister wahrscheinlich, ne? Ja. Nein, er war Finanzminister. Finanzminister. Und Vizekanzler. Okay, Sigmar Gabriel, Jean-Claude Trichet waren da, prominente Persönlichkeiten. Diesmal haben wir jemanden, wo man denkt, hä? Der ist doch eigentlich weg, der ist doch eigentlich raus aus dem Geschäft und ist jetzt wieder da, nämlich? Anton Börner. Anton Börner ist einer der profiliertesten Vorkämpfer für Europa. Er ist ein erfahrener Unternehmer und ein überzeugender Verbandsvertreter. Anton Börner steht für Europa. Er hat eine italienische Frau. Er hat ein Start-up in Italien gestartet und betreibt dort ein hervorragendes Weingut. Von Haus aus führt er seit langen Jahren einen erfolgreichen Sanitärgroßhandel in Süddeutschland. Aber, weshalb ich ihn kennengelernt habe und weshalb ich ihn schätze, er ist einer der profiliertesten Verbandsvertreter in Berlin gewesen und ist gut vernetzt, nicht nur in Berlin und in Brüssel. Aber wer Anton Börner kennt, weiß, er geht in die anderen europäischen Länder und spricht dort mit den führenden Politikern und Gewerkschaftern. Mhm. Und tut die Arbeit leisten, die wir alle für Europa brauchen. Und das habe ich das vorhin so ein bisschen despektierlich gesagt, er war schon mal Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistung, nämlich von 2001 bis 2017 und wird es jetzt wieder. 17 Jahre lang hat er uns erfolgreich geführt und jetzt kommt er wieder zurück. Es ist der richtige Zeitpunkt dafür, um die Antworten zu geben, denn er ist die Stimme, das Gewissen der Marktwirtschaft und kann das glaubwürdig vertreten. Und er kommt und Sie müssen leider jetzt schon gehen. So das ist es. Wir machen einen fliegenden Wechsel. Gut. Wir machen einen fliegenden Wechsel. Herr Börner kommt, Herr Kruse ich geht. Gehe. Vielen Dank. Ich bin gespannt. Lieber Herr Börner, ich habe ja, bevor wir uns hier heute getroffen haben, mich mal ein bisschen über Sie erkundigt und habe mal gefragt, mit wem man Sie am ehesten vergleichen könnte. Und einer von denen, mit dem ich gesprochen habe, hat gesagt, er ist der Jupp Heynckes des großen Außenhandels. Das ist kein schlechter Vergleich. Jupp Heynckes ist damals, wir erinnern uns, aus dem Ruhestand zurückgekommen zu Bayern in einer schwierigen Situation und hat Bayern dann zum Triple. Genau, und das soll ich jetzt auch machen. Ich weiß nicht, was der Kollege damit meinte, aber die Situation ist vergleichbar. Sie waren ganz lange Präsident des BGA und sind jetzt, das müssen Sie mal denen, die es nicht wissen, zurückgekommen. Warum eigentlich? Weil eigentlich war das Thema für Sie abgeschlossen. Ja, eigentlich, das stimmt, war das Thema abgeschlossen. Ich bin ja im September nach der Bundestagswahl ausgeschieden und wollte mich dann eigentlich einem völlig neuen Gebiet widmen. Und dem Weinbau, jetzt ist, ne? Dem Weinbau. Kommen wir nachher noch zu, Und jetzt ist halt in unserem Verband was passiert, dass mein Nachfolger, der Präsident, zurückgetreten ist.
Und dann war ja große Ratlosigkeit. Dann habe ich ein unheimlich langes SMS bekommen und das habe ich dann gelesen. Und dann habe ich gedacht, rufst du doch mal an, fragst du mal, was da los ist. Mhm. Dann haben die mir so ein bisschen die Hintergründe erzählt und gesagt, ja, und was macht er denn jetzt? Ich habe gesagt, ja, wir haben jetzt keinen Präsidenten. Dann sage ich, das ist aber schlecht, weil Deutschland hat den Vorsitz in der Europäischen Union, nächstes Jahr als Bundestagswahl und das Ganze ohne Präsident. Für schwierig. Einen Spitzenverband ist aber suboptimal, Corona würde ich mal ist sagen. Auch noch, also sind auch noch, also, Herausforderungen, genau. Und dann habe ich mich mit meiner Frau unterhalten darüber gesagt, eigentlich ist es eine blöde Situation. Ja. Ne? Müsste eigentlich helfen. Ich muss mir ja vorstellen, wenn man 17 Jahre lang was mit Leidenschaft begleitet und mit Herz dabei ist und plötzlich sieht man, die haben wirklich jetzt eine Notstandssituation. Und dann habe ich halt angerufen und habe gesagt, ich könnte euch das anbieten, wenn ihr wollt, ohne mich aufzudrängen und so weiter. Und dann kam, ja, die Antwort relativ schnell. Und jetzt werden Sie gewählt am 1. Oktober? Genau. Ich habe mich gefragt, für ein Jahr? Für ein Jahr. Dann ist auch endgültig Schluss. Ja. Ja, und jetzt müssen Sie sich aber all diesen Fragen stellen von mir und auch all die Fragen, die man sich im Moment stellt. Ein halbes Jahr Corona liegt hinter uns und niemand weiß, was vor uns liegt. Aber Bundesfinanzminister Olaf Scholz, inzwischen Zeit auch Kanzlerkandidat der SPD, hat gesagt, das Schwerste, was die wirtschaftlichen Folgen anbelangt, liegt hinter uns. Teilen Sie die Einschätzung? Ich teile die Einschätzung und zwar aus folgendem Grund, weil ich wirklich glaube, dass wir in relativ absehbarer Zeit einen Impfstoff bekommen, der auch weltweit letztlich dann wirkt. Und wenn wir den Impfstoff haben und sich genug Menschen impfen lassen, das ist ja die nächste Frage, sonst hilft er ja nichts, genau. Dann werden wir weltweit sehr schnell wieder zu dem ganz normalen Business as usual kommen. Und deswegen bin ich optimistisch und teile die Einschätzung von Herrn Scholz. Wann kommt der Impfstoff? Haben Sie da, mögen Sie das? Jens Spahn sagt noch dieses Jahr, klar. Frau Karliczek hat gerade heute gesagt, oh, wir sind froh, wenn wir mit dem nächsten Jahres was haben. Ja. Tun die so ein bisschen so, als ob der Impfstoff noch ein bisschen dauern würde, damit die Leute nicht nachlässig werden? Also ich war immer sehr optimistisch, dass wir relativ schnell einen Impfstoff bekommen. Das ist die eine Seite, dass er erstmal da ist. Mhm. Da gehe ich wirklich davon aus, dass wir bis Januar mindestens einen haben auf der Welt. Ja. Ich glaube, dass wir mehr haben werden. Das Zweite ist dann, wie lange wird es dauern, bis der dann entsprechend auch verteilt wird und in der entsprechenden Menge dann produziert wird. Da rechne ich schon, das wird schon noch ein paar Monate dauern. Also meine Prognose ist, ab April sind wir aus dem Gröbsten raus. Das ist gut. Hoffen wir, dass Sie recht haben. Wir sprechen mal über die Groß- und Außenhändler, die Sie vertreten. 150.000 Unternehmen in Deutschland. Da ist ja die Lage sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Da gibt es ja welche, irgendwie, nennen Sie mal Beispiele, welche, die ganz gut durch die Krise kommen. Also Leute. Ja, also sagen wir, alle Leute, die relativ nah beim Baunebengewerbe sind, denen geht es relativ gut. Ja gut, was heißt gut, aber die leiden so auf hohem Niveau, sagen wir mal so. Und dann andere, ich sag mal, Leute, die im Bereich des Messewesens tätig sind zum Beispiel. Das gar nicht. Katastrophe. Sind das die am meisten Sorgen? Sind das die, die am meisten Sorgen machen? Messebauer? Ja, alles, was mit Gastronomie und Hotellerie zu tun hat, ist schon schwierig. Ja? Das muss man schon sehen. Und das ist natürlich auch wieder sehr unterschiedlich. Wenn Sie jetzt ein Hotel an der Ostsee haben oder an der Nordsee, dann sieht es wieder anders aus, als wenn Sie ein Hotel in einer typischen Industriestadt haben und einfach die Kunden nicht da sind, weil sie gar nicht reisen dürfen. Und die Kunden vielleicht auch gar nicht wiederkommen. Das ist ja das Nächste. Das Nächste, also wenn wir dann denken, die Krise ist vielleicht vorbei im April nächsten Jahres, aber ob die Dienstreisen, also wir können uns eigentlich festlegen, die Dienstreisen werden in der Art und Weise, wie wir sie vor Corona gehabt haben, nicht wiederkommen? Also bin ich optimistisch. Es wird sicher, sagen wir mal, etwas Anlaufschwierigkeiten haben, aber dass die Dienstreisen wegfallen, glaube ich nicht, aus einem ganz einfachen Grund. Wirtschaft lebt von der Nähe zum Kunden. Wirtschaft ist eine sehr komplexe Geschichte. Das heißt, Sie müssen ein gutes Produkt haben. Das ist vielleicht was für einen Techniker, der kann das alles machen und dann wird es auch gemacht. Aber Sie müssen es auch einem Kunden erklären. Kunde ist immer ein Mensch. So, und Menschen müssen zusammen kommunizieren. Der Mensch ist ein Wesen, das einfach Kontakt braucht. Und das wird eben dann entsprechend dann auch wieder kommen. Und dann müssen Sie reisen. Und Deutschland ist ja nun als in allen Märkten der Welt präsent. Und wie wollen Sie in Ostasien oder in Lateinamerika oder in den USA ein Produkt verkaufen, wenn Sie nicht hinfahren? So, aber wenn Sie dann hinfahren, dann heißt das aber gleichzeitig, dass Sie dann mit dem ganzen Stab wieder kommen müssen. Also ich denke, das wird sich in einer für mich Zeitraum von 12 Monaten wieder normalisieren. Dann kommen wir wieder da zurück, wo wir waren, glaube ich. Kommen wir mal aufs Krisenmanagement der Bundesregierung. Das ist ja oft und viel gelobt worden. Am meisten ist Markus Söder gelobt worden von sich selber. Da kommen wir gleich auch noch zu. Wie zufrieden sind Sie
als designierter BGA-Chef mit dem Krisenmanagement bis hierhin? Also ich lebe ja im Ausland und ja, in Italien muss man sagen. Ja, und ich beobachte natürlich, wie sieht das in ganz Europa aus. Und da muss ich sagen, hat Deutschland einen hervorragenden Job gemacht. Also das kann man sich gar nicht besser wünschen. Man kann immer hinterher sagen, das hätte man aber da und auch noch besser machen können. Aber summa summarum hat das gut funktioniert. Und ich bin da sehr dankbar, dass es auch sehr schnell gegangen ist. Dass wir also die Verfahren sind extrem schnell abgelaufen. Und also ich denke, das haben wir gut gemacht. Wenn wir uns mal die einzelnen Maßnahmen, die einzelnen Mechanismen angucken, fangen wir mal mit dem Kurzarbeitergeld an. Kurzarbeitergeld verlängert bis Ende des Jahres 2021. 21. Reicht das oder muss es noch weiter verlängert werden? Na gut, heute über noch weiter verlängern ist ja unsinnig zu reden, weil wir haben ja gerade festgestellt oder gesagt, wir gehen davon aus, dass wir den Impfstoff bekommen. Wenn wir den Impfstoff bekommen, haben wir wieder Business. Dann brauche ich natürlich kein Kurzarbeitergeld mehr. Ja. Also ich muss das schon an die Realität anpassen. Sollte jetzt alles kaputt gehen, dass wir nächstes Jahr wieder dastehen und nichts haben, ja, weiß ich nicht, was wir dann tun. Das wäre also völlig verfrüht, darüber heute zu spekulieren oder irgendwelche Ratschläge zu machen. Aber an sich natürlich eine gute Maßnahme, absolut, die es auch nur so in Deutschland gibt. Ja, ja. Zweites Thema, was ja den Gastronomen auch viel helfen sollte, ist die Mehrwertsteuerabsenkung für ein halbes Jahr. So, da haben jetzt viele Betriebe schon gesagt, ja, ganz schön, aber die Kosten, die allein durch die Umstellung jetzt und übrigens die Umstellung dann Ende des Jahres wieder, da lohnt sich, ist vielleicht diese Phase von einem halben Jahr zu lang. Würden Sie denen recht geben und sagen, ja, Leute, macht die Mehrwertsteuer, gibt denen eine Perspektive und sagt, noch mal ein halbes Jahr obendrauf? Ja, also ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn man gleich gesagt hätte, 12 Monate. Weil was uns jetzt auch nichts bringt, ist, wenn Umsätze, die im Januar oder im Februar gelaufen werden, auch im Dezember vorgezogen werden. Dann haben wir im Januar, Februar die Umsätze wieder nicht. Also ich denke mal, die 6 Monate ist zu kurz. Und auch diese Umstellungsphase, das ist nicht trivial, so etwas so schnell umzusetzen. Das, abgesehen mal von den Kosten, aber das ist auch organisatorisch eine schwierige Geschichte, alle Software zu ändern und. Also 12 Monate wären mir lieber gewesen, aber gut. Kommt es noch? Kann man das noch? Sie sind dann ja ab 1. Oktober, können ja dann politisch Druck machen und sagen, ja, Leute, Druck für machen. Nicht? Oder? Das heißt Druck machen. Also zumindest sagen, wir als BGA würden uns wünschen. Ja, genau, dass man das verlängert. Wie finden Sie, Unternehmen, die wirtschaftliche Schwierigkeiten haben, müssen im Moment nicht Insolvenz anmelden. Das soll jetzt verlängert werden bis Ende des Jahres. Ja. Ist das so klug, weil natürlich da vielleicht auch Unternehmen dabei sind, die wären auch ohne Corona längst schon insolvent? Also gut, das ist eine Sache, da sind die Meinungen gespalten. Ja. Also es gibt Leute, die sagen, das ist eigentlich eine schlechte Maßnahme, weil es ist besser, die scheiden gleich aus dem Markt aus. Dann haben wir eine Marktbereinigung, die da dahinter sind. Letztlich sind wirjenigen vom Großhandel, die das alles finanzieren. Genau. Man kann es aber anders sehen und sagen, in Unternehmen, die an sich gesund sind und aufgrund dieser Geschichte, wir haben ja vorher Messewesen, Gastronomie und so weiter angesprochen, in solche unverschuldete Situationen kommen, für die ist es schon hilfreich, wenn man das verlängert. Also es ist so. Wie weit verlängern bis Jahr? Also erstmal, ich glaube, die CDU will das bis Jahresende verlängern. Andere Parteien sagen sogar bis März. Ja, ich glaube, wir sind in einer Situation weltweit. Ich sage immer, wir haben es mit einer Naturkatastrophe zu tun. Ja? Corona ist eine Naturkatastrophe. Klar. Und da müssen wir alle weltweit auf Sicht fahren. Kein Mensch weiß, wie es wirklich konkret und vor allem zeitlich weitergeht. Wir haben alle nur irgendwelche Vorstellungen und deswegen müssen wir auf Sicht fahren. Das gilt da hier genauso. Viele Bankenvertreter, mit denen ich spreche, die sagen, sie stellen sich auf ein schwieriges ersten beiden Quartale 2021 ein, sagen, da werden wir sehr viele knifflige Situationen erleben und sie planen große, sehr, sehr große Kreditausfälle. Die werden kommen. Wie kann man verhindern, dass aus diesen Kreditausfällen dann das Vertrauen unter den Unternehmen leidet? Ne? Weil einfach Unternehmen A nicht mehr weiß, ob Unternehmen B überhaupt die Rechnung zahlen kann. Also hier spielen die Kreditversicherer eine ganz große Rolle. Da gibt es leider sehr negative Dinge zu melden, weil man von der Kreditversichererseite hier einfach zu mathematisch an die Sache rangeht und sagt, wir haben jetzt diese Situation. Das heißt, eine Bonitätsverschlechterung, also raten wir entsprechend runter oder wir kündigen gleich die Verträge. Das ist das Schlechteste, das Schlimmste, was man machen kann, weil sie dadurch proaktiv die Krise verstärken. Ja, das heißt, die Kreditversicherer müssen hier an Bord und sie müssen letztendlich sagen, wie vorher, wir haben mit einer Naturkatastrophe zu tun und da müssen auch wir unsere Verantwortung wahrnehmen und der Staat hat ja auch entsprechende Programme aufgelegt, eben diese Schutzschirme, die wirken ja auch für die Versicherungswirtschaft und da müssen wir sozusagen unabhängig von dem, was der Analyst jetzt mal an sich rechnet, zu einer politischen, unternehmenspolitischen Entscheidung kommen und sagen, wir müssen das konstruktiv begleiten. Wenn wir das so tun und zwar alle ihre sozusagen soziale Verantwortung übernehmen, dann denke ich, dass wir das auch relativ schnell wieder hinkriegen. Und dann ist das Thema mit den Banken, das ist auch klar, wir haben ja diese
die Bilanzierungsrichtlinien aus Basel und. Wenn ich jetzt hergehe und sage, ich nehme das ganz eiskalt auf dem 31.12. oder dann 31.3. und sage 31.12., ich weiß jetzt nicht, wie das erste Quartal wird, also alle sind sowieso schon tot, ja. Jetzt sind wir auch tot, da sind wir alle tot. Ja. Das hilft uns aber nicht. Also muss man jetzt irgendwo sagen, bitte, nehmen wir mal etwas Vernunft an. Die Politik macht es, die Wirtschaft macht es, die Banken müssen es machen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen es auch. Also wir kriegen diese Krise gemanagt, weil es ein Leben nach Corona gibt. Und das ist die Aussage. Und dieses Leben nach Corona wird schneller kommen, als wir jetzt glauben. Und deswegen mag jetzt der 31.12. so sein, wie er nun ist. Aber wir glauben alle an den 1. Absolut. April und damit kriegen wir das Ding hin. Das ist der große Unterschied, ja? Zwischen anderen Krisen, dass man weiß, sie wird auf jeden Fall zu Ende gehen. Auf auch jeden wenn Fall, zwar schneller, kann. Als man glaubt. Genau. Ja? Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Krise in so vielen Ländern so unterschiedlich verläuft, auch in Europa? Wir erleben es jetzt gerade, in Deutschland sind die Zahlen relativ stabil, Frankreich, Spanien sind die Zahlen viel, viel höher. Italien ist auch interessanterweise relativ stabil. Das liegt wahrscheinlich an dieser Grunderfahrung des Frühlings, dass die Italiener extrem so diszipliniert sind wie die Deutschen, oder? Ja, in Italien herrscht eine wahnsinnige Angst, dass man eben wieder in eine zweite Welle reinkommt. Und man will das also nicht mehr sehen, dass das Militär die Särge abtransportiert und die Verwandten irgendwo in einem Krematorium eingeäschert werden und man nicht dann nach zwei Wochen einen Brief kriegt und sagt, das will man nicht mehr haben. Ja. Und deswegen sagen alle, das hängt ausschließlich daran, wie diszipliniert wir uns verhalten. Ich habe mich mit einigen Amtsärzten unterhalten, die mir gesagt haben, also die Hauptansteckung, die ist nicht, wenn ich irgendwo mit der U-Bahn fahre oder mit der Bahn fahre, sondern die Hauptansteckung ist, wenn ich am Abend nach 21 Uhr in die Bar gehe und dann in die Disco gehe und dann schöne Familienfeier und Küsschen rechts, Küsschen links. Genau, das ist genau der Punkt. Ja. Und da sind die Italiener halt aufgrund der Tatsache, dass sie wirklich Angst haben, als sehr diszipliniert und sagen, da gehen wir halt nicht in die Disco. Genau. Und die Franzosen und Spanier sind da vielleicht dann doch wieder ein bisschen mehr touchy. Genau. Nehmen sie vielleicht noch nicht so ernst und sagen, das ist alles nur für alte Leute und wir sind ja jung. Wenn sie Zahlen anschauen, das betrifft ja hauptsächlich junge Leute. Genau. Und das wird schon nicht so schlimm sein. Wenn wir jetzt gucken, wie zufrieden sind Sie mit der europäischen Krisenpolitik? Also immerhin hat sich Europa ja zum ersten Mal dazu entschlossen, als EU Schulden aufzunehmen. Aber das, wie findet man das als Unternehmer? Also ich glaube, das ist eine sehr komplexe Frage. Also vom Prinzip her, wenn man fragt, wie ist Europa in diesem Krisenmanagement? Da muss man sagen, wir sind leicht stümperhaft, was das Management dieser Krise betrifft. Also jedes Land sieht es erstmal das Ganze national. In Wirklichkeit ist dieses Virus weltweit, das ist kein nationales Virus. Also kann man es in Europa, müsste man es eigentlich auch gemeinsam bekämpfen. Ich mache mal ein Beispiel. Diese App, die Corona-App. Jedes Land hat seine eigene App, die aber nicht kompatibel ist mit anderen. Hab ich nicht verstanden. Ist ein Unsinn par excellence. Ja. Also wir haben schließlich alle, letztendlich diese ganzen Komponenten kommen irgendwo aus dem amerikanischen Bereich. Für alle Länder, es gilt alles das Gleiche. Informatik ist auch das Gleiche. Also mach doch bitte eine App und die für ganz Europa. Nein, jeder muss das eigene machen. Dann, wir haben auch im medizinischen Bereich, wenn Sie an Impfstoffentwicklung denken und so, jedes Land macht also sein eigenes Süppchen. Muss nicht sein, könnte man europäisch machen. Die Reisebeschränkungen, jedes Land macht also das eine und keiner blickt eigentlich durch. Das sind so die Abstände, ne? Ich habe es mal gesehen, in Österreich waren die Abstände irgendwie 1 Meter und in Deutschland sind es 1,50 Meter, wo du denkst, haben die ein langsameres Virus, springt das kürzer wahrscheinlich. Also das versteht kein Mensch und da, denke ich, könnte man was machen. Jetzt kann man, das ist eher die negative Seite, jetzt kann man die positive Seite sehen. Die Europäer haben sich zusammen gerauft, kann man sagen, um einen Rettungsschirm gemeinsam aufzuspannen. Ich glaube, das ist der Einstieg in eine richtige Entwicklung. Wir müssen das ganze Thema Europa in einem weltpolitischen und weltwirtschaftlichen Zusammenhang sehen. Wir sind als Wirtschaft und als Produktions-, Dienstleistungshersteller, aber auch als Konsument riesig. Ja. Ein riesiger Gigant. So groß wie Amerika. Wir sind sogar größer als Amerika. Ja, okay, stimmt. Wirtschaftlich gesehen größer. Von den Menschen her genauso groß. Wir sind außenpolitisch gesehen ja gar nicht da. Uns gibt es außenpolitisch gar nicht. Gibt es ja überall eine Botschaft, aber kein Mensch interessiert sich dafür. Wir sind militärisch auch nicht präsent. Ja. Es gibt ein bisschen was, aber europäisch gibt es nichts. So, das geht so nicht. Wenn wir also die Entwicklung, muss man ein bisschen langfristig sehen. Ich denke mal, die nächsten 10, eher 30 Jahre werden wir gewaltige Verwerfungen in der Welt sehen. Und zwar gewaltige Natur, kann man sich nicht vorstellen, in welche Richtung sich das entwickelt. China entwickelt, China, USA. Genau. Das hat jetzt nichts mit Herrn Trump zu tun. Ja. Trump ist sicher so ein Brandbeschleuniger. Aber das sind
Trends, die zu massiven Verwerfungen führen. Und Europa und Deutschland steckt da genau in der Mitte. Genau. Wir brauchen nämlich beide. Man kann sich weder mit dem einen noch mit dem anderen. Also nicht sagen, nicht mit euch nicht wegen Menschenrechte, mit euch nicht wegen Trump. Nein, Sie können sich nicht entscheiden und sagen, also ich mache jetzt Amerika, wie die Engländer das jetzt mal versuchen. Wir werden ja sehen, wo sie dann hinkommen. Das wird nicht funktionieren. Also, wie wollen Sie in einer solchen weltpolitischen Dimension ernst genommen werden? Ich habe jetzt Russland noch außer Acht gelassen, muss man noch einbinden, und die islamische Welt. Da haben wir vier große Player, vier riesige Blöcke und Europa steht in der Mitte. Wie wollen wir das mit diesem kleinen Kleinstaaterei-Thema hinkriegen? Überhaupt nicht. Also brauchen wir eine Struktur, eine supranationale Struktur, um selbst zu überleben. Also Deutschland wird nur überleben und der Wohlstand in Deutschland wird nur langfristig und die Renten werden in Deutschland nur langfristig sicher sein, wenn die deutsche europäische Wirtschaft floriert. Genau. Und sie kann nur florieren, wenn sie in der ganzen Welt präsent ist. Und damit sie dort präsent sein kann, müssen wir uns auf in der supranationalen Ebene neu justieren und neu finden. Und da können wir uns nicht 27 Regierungen vorstellen, die dann jeder seine eigene Finanzpolitik machen, sondern da brauchen wir eine Finanzpolitik. Wir haben jetzt eine Währung, Gott sei Dank, aber wir haben nicht die dazugehörige Finanzpolitik. Das heißt, das muss zusammengeführt werden. Und da sehe ich also diese Krise. Das ist ein Anfang zumindest. Genau, das sehe ich positiv und da sage ich, da müssen wir drauf aufbauen. Das ist gut, dass es so passiert ist. Und da müssen wir weitermachen und ich hoffe, dass das auch so entsprechend dann weitergeht. Das ist interessant, dass Sie das sagen. In Hamburg gibt es jetzt, hat die Hamburger Handelskammer einen neuen Slogan für die Jahre bis 2040 ausgerufen. Der Slogan fängt erstmal ganz harmlos an und sagt, wie wollen wir leben? Und dann kommt das Entscheidende, das haben Sie angesprochen, und wovon? Ja, genau. So, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Sie haben gesagt, wir sind als Deutschland, als Exportnation zwischen diesen beiden Ländern. Ja, eigentlich zwischen vier. Stark zwischen China, weil China und die USA, das prallt gerade aufeinander. Kann man die Hoffnung haben, könnte sich das ändern, wenn Joe Biden Präsident wird? Also ich glaube, wir haben es hier mit einem säkularen Trend zu tun. Joe Biden wird sicher gewisse Druck erstmal rausnehmen aus der Pipeline. Aber wenn der Zug langsam in die falsche Richtung fährt, dann fährt er immer noch in die falsche Richtung. Und deswegen sollte man sich da keine Hoffnung hingeben. Joe Biden wird das nicht zurückdrehen, sondern die Amerikaner. Das ist auch natürlich aus dem amerikanischen Verständnis. Wir sehen ja, wenn wir über Amerika reden, dann sehen wir unsere europäische Küste, wir sehen den Atlantik und dann sehen wir New York und Washington. Und das glauben wir, ist Amerika. Ja. Wenn Sie in Amerika sind, dann haben Sie einen ganz anderen Blickwinkel. Dann sehen Sie nämlich San Francisco, Los Angeles und einen riesigen Pazifik und dann drüben sehen Sie ein riesiges Asien. Sie sehen nicht dieses riesige Europa, sondern Sie sehen das riesige Asien vor sich. Weil die in die falsche Richtung gucken. Weil sie von der Bedeutung her einfach da sind. Nehmen Sie China, nehmen Sie Indien dazu und nehmen Sie alles, was da dazwischen ist. Das sind Märkte, da können wir ja nur träumen, haben wir keine Vorstellung, was das ist. Das ist aber der Blick von Amerika und die Tradition von Amerika ist, das ist unser Meer. Ja. Also dieses unser Meer ist der Pazifik. Und genau das sehen die Chinesen auch. Die sagen, was wollt ihr eigentlich hier? Das ist unsere Hegemonie. Japan war, ich weiß, über tausende von Jahren tributpflichtig vom Kaiser von China abhängig. Und Vietnam sowieso und die Philippinen auch. Das ist unser Meer. Und jetzt kriegen sie genau das, wo sie die Konfliktrichtungen aufeinander sich hinentwickeln. Die Chinesen machen eine andere Politik als beispielsweise die Russen. Sind sehr langfristig orientiert, sehr zäh, versuchen niemanden so richtig zu provozieren, gehen immer 2 Zentimeter vor, wieder ein zurück, wieder. Aber sie gehen kontinuierlich in diese Richtung. Und irgendwann wird es zu einem entsprechenden Konflikt kommen. Wir sehen das Wetterleuchten ja an drei Bereichen. Einmal den Südchinesischen Meer mit dem Aufbauen von Inseln, die ja dazu da sind, um auch Militärbasen zu errichten. Wir sehen das im Verhältnis China zu Vietnam. Ich lasse mal Nordkorea weg, das ist eine eigene Geschichte. Aber ich sehe auch, Hongkong ist ganz klar, die Verbindung nach Taiwan. Und das ganz Riesenproblem für Europa besteht darin, dass wir in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg durch Schumacher, de Gaulle, de Gasperi und Konrad Adenauer ein multinationales europäisches Sicherheitssystem aufbauen konnten, das immer auf der Basis des gegenseitigen Verständnisses und der gegenseitigen Toleranz basiert. Und das hat uns diese riesige oder wahnsinnige lange Zeit des Friedens in Europa und Wohlstand gegeben. Das haben sie in Asien nicht. Sie haben in Asien keine multinationalen, supranationalen Strukturen, die Krisen managen können, sondern sie haben in Asien immer bilaterale Verbindungen, Land,
zu USA. Also Taiwan, USA, Philippinen, USA, Vietnam, USA, Japan, USA, Südkorea, USA. Aber untereinander, Korea, Japan, Philippinen, haben sie nichts. Und das ist das die große Gefahr, dass sie bei einer Krise, die durch China irgendwann ausgelöst werden wird, dort zu Verwerfungen kommen. Kommen wir noch mal einmal kurz abschließend zu USA, weil wird denn Joe Biden Präsident? Weiß ich nicht. Was glauben Sie? Ich würde ja tippen, wenn es nicht. Ich mache keine Prognosen mehr. In der Vergangenheit habe ich 3 Prognosen abgegeben, die alle falsch waren. Und ich mache keine Prognosen mehr. Haben Sie ein Gefühl, warum China so gut durch die Corona-Krise kommt? Denn erinnern wir uns alle. Am Anfang des Jahres dachten wir, die Chinesen kommen nicht zu uns. Also ist ganz einfach. Kann ich Ihnen sagen. Ich habe einen Freund, der ist Informatiker und macht in Italien für die italienische und spanische Regierungen mathematische Modelle zur Berechnung von Corona-Krise. Ja. Und der hat mir am 5. März gesagt, was kommt. Ja. Und er hat gesagt, das kann man relativ schnell in den Griff kriegen, wenn man alle Leute 14 Tage einsperrt, okay. Aber alles, ja. Total, ja. Keine U-Bahn, nichts mehr. Da habe ich gesagt, ist es so, sagt er, so ja. Ist es. Und so haben sie die Chinesen in Wuhan gemacht und so. Aber seitdem, ich meine, es gibt ja auch nicht keine zweite Wellen, keine neuen Ausbrüche. Das Leben habe ich gestern, ich hatte vorgestern ein Gespräch mit Cornelia Poletto, der Köchin, die ja ein Restaurant in China hat, die sagt, in Shanghai ist das Leben fast wieder normal, weil die Chinesen natürlich auch immer gern Masken und so tragen. Naja, so. Aber in China haben sie natürlich eine Totalüberwachung der Bevölkerung. Ne? Aber wir mit der Corona-App, wie wir vorher gesprochen haben, das ist für die nur eine Lachnummer. Ja? Also kommen in kein Haus, in keinen Bus rein, wenn sie das nicht haben. Also Freiheit gegen Sicherheit in aber dem es Fall, hilft ja. Uns, dass die chinesische Wirtschaft sich relativ schnell erholt. Hilft vor allen Dingen Deutschland, weil... Naja, natürlich hilft das, ist ja klar. Sie sehen auch den Absatzzahlen, dass es ist, aber das ist Ihre Frage, hängt damit zusammen. Für Sie als Händler sind ja die Warenströme ganz, ganz wichtig. Deshalb ist natürlich eine Katastrophe, was im Moment passiert, dass es für so und so viele hunderte Länder Reisewarnungen gibt. Ja, irgendwie. Ja. Hätte Europa die Grenzen nicht dicht machen sollen? Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, Europa war gut beraten, dass man die Grenzen zu den Ländern zugemacht hat, wo einfach die Zahlen so sind, wie sie sind. Ja, ob wir jetzt die Grenzen innerhalb Europa zwischen Deutschland, Schweiz und Österreich und Italien zumachen, weiß ich nicht. Das hat man vielleicht ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Darf aber nicht wieder passieren. Also egal. Also es gibt ja 2 Sachen, die man ausschließen müsste. Es darf keinen Lockdown mehr geben, richtig? Ja. Und es darf keine Grenzschließung in dem Umfang mehr geben. Also wir gehen davon aus, dass es das nicht geben wird. Ob es sein darf nicht, wer weiß. Okay. Kann heute keiner sagen. Ja, wenn Sie Zahlen in Frankreich oder Regionen auch in Spanien anschauen oder jetzt in Israel, das ist so ein gutes Beispiel, dann ist einfach die normative Kraft des Faktischen so groß. Und letztlich hängt es an den Menschen. Wenn wir uns an die Regeln halten, wird es keinen Lockdown geben. Kommen wir gut durch, genau. Und wenn wir uns nicht dran halten, dass wir sagen, das ist eh alles Käse und so weiter, dann müssen wir halt damit leben mit den Konsequenzen. Es ist aber schwer. Ne? Es ist schwer, sich so über, das hätte man, glaube ich, am Anfang unterschätzt, dass man über so einen langen Zeitraum sich an so viel, das heißt so viele Regeln. So viele Regeln sind es dann auch wieder nicht. Ja, Regeln sind es eigentlich gar nicht viele. So, ne? Also okay. Die Stars und Nasen-Mundschutz, den wir jetzt ja beide nicht haben. Ne? Aber den wir bis vor wenigen Minuten hatten. Voran, wie man es nicht macht, aber wir haben die Distanz. Genau, und wir sind draußen. Das ist wieder gut. Ne? Wir sind draußen. Sie haben ja selber, Sie haben es gesagt, ein Unternehmen in Italien, nicht irgendein Unternehmen, südlich von Rom, haben Sie vor? Südöstlich von Rom, vor etwas mehr als 10 Jahren? 2006, also 14 Jahre, ein Weingut. Ja. Ich kenne mich ein bisschen mit Wein aus, aber nicht so gut, aber die Gegend ist jetzt bis dahin für mich nicht bekannt für besonders gute Weine. Genau, das ist eine historische Entwicklung. Wir haben 2800 Jahre Weinbau und bis zum Ersten Weltkrieg war das die Region, die in Italien den besten Wein überhaupt produziert hat. Nur in den 20er Jahren hat der Faschismus versucht, das Ganze umzukrempeln. Und dann hat man die Bauern mehr oder minder gedrängt, Massenproduktion anzufangen, um Industriealkohol aus Wein destillieren zu können, weil man das gebraucht hat für Rüstung und so weiter. Und aus diesem Grund ist das alles verschwunden. Und mein Konzept war eben, dort wieder anzusetzen, sozusagen eine Renaissance zu machen, historisch wieder da anzusetzen in dieser absoluten Spitzenlage. So nach dem Motto, die Böden waren mal top, warum sollen die jetzt schlecht Böden sein? Böden und Klima, also alles zusammen. Ne? Genau, und das ist der Punkt, das haben wir auch analysieren lassen durch mehrere Universitäten und die Antwort war völlig klar. Und wir haben in 2800 Jahre Spitzenweinproduktion da, bis eben dann der Faschismus das alles kaputt gemacht hat. Und da sind jetzt wir wieder dran, sagen wir machen, gehen da wieder zurück und machen dieses Konzept wieder neu auf. Und das funktioniert auch. Funktioniert, ja. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Ich habe in der Corona-Krise wahrscheinlich so viel Wein getrunken, zumindest in den ersten Monaten wie noch nie. Und habe das auch von ganz vielen Freunden und bekannten Kollegen gehört und habe gedacht,
Die Winzer sind eine Gruppe, die zu den Gewinnern der Corona-Krise gehört. Kann man nicht sagen? Nein, kann man nicht sagen. Wenn Sie zum Beispiel denken, die EU hat jetzt Riesenprämien aufgelegt für das Destillieren von Wein, also ja, dass man da draus Industriealkohol macht, ja, was ich vorher erzählt habe, weil man den Absatz hinwegbringt. In der Champagner haben sie Riesenprobleme in der Champagnerproduktion. Da sind also Millionen von Litern, die einfach nicht verkaufbar sind, weil die ganze Märkte wegbrechen, USA, China und so weiter. Gut, die ganze Gastronomie ist weggebrochen. Man kann überhaupt das nicht sagen. Das ist für einzelne mag es stimmen, aber in der Summe stimmt es nicht. Also es wird jetzt zum Beispiel in Italien für dieses Jahr werden riesige Prozentsätze überhaupt nicht gelesen. Das wird alles verrottet. Dem Jahrgang 2020, wenn nicht gelesen? Das bleibt einfach hängen. Weil man 2019 noch abverkaufen will? Oder ja, weil es einfach keinen Sinn macht. Ne? Weil sie sagen, wir können dann den Wein nicht verkaufen. Und dann lassen sie es halt. Ist es billiger, man lässt es verkommen, als dass man es jetzt erntet. Das kostet ja auch Geld, die Lese, ja, um dann auf dem Wein sitzen zu bleiben. Haben Sie Hilfe bekommen vom italienischen Staat? Nein. Gar nichts. Das gab's nicht. Also nicht wie hier, dass man... Nein, null. Nein, null. Das ist also sogar so Kurzarbeit zum Beispiel. Wir haben ja auch in unserem Betrieb für die Verwaltung und für den Vertrieb Kurzarbeit angemeldet. Die Leute wurden in Kurzarbeit gesteckt und bekommen ihr Geld im Oktober. Das heißt, sie haben 6 Monate dieses überbrückt. Ja, wir haben es halt vorgestreckt und so, weil wir das halt können. Aber ansonsten, die Leute stehen da, die wissen nicht ein und aus. Oder? Wie wäre denn der Jahrgang 2020 gewesen? Kann man das schon sagen? Eigentlich ist es ein gutes Jahr, oder? Sagen, ein gutes Jahr. Gutes Jahr. Also, aber Sie lesen auch? Wir machen also auch alles komplett. Also aber weil Sie ja fragten, ob das die Weinbauern die großen Gewinner der Corona-Krise sind, das wollte ich ja sagen, absolut nicht. Olaf Scholz hat den Spruch geprägt von der neuen Normalität. Sie haben vorhin so ein bisschen angedeutet, vielleicht wird alles dann doch wieder schneller, als wir denken. Glauben Sie es wirklich? Ja, also glauben Sie nicht, dass das Leben... Nein. Also nein, Stichwort Homeoffice, nein, weniger Dienstreisen, ja, irgendwie ja, andere Urlaubsverhalten. Nein, ich glaube es nicht. Nein, ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass sich das Verhalten der Menschen so schnell ändert. Das ist dann zu kurz. Wenn die Corona-Krise, sagen wir mal, 3, 4, 5 Jahre andauern würde, wie damals bei der Pest oder bei der Cholera-Epidemie, ja, da haben wir ja solche Zeiträume gehabt, die wir überleben mussten. Oder auch bei der spanischen Grippe 1919 bis 22 waren auch 3 Jahre. Dann würde ich sagen, ja, aber das ist zu kurz. Zu kurz. Das ist zu kurz. Die Globalisierung geht so weiter wie vorher? Die Globalisierung geht nicht so weiter wie vorher, aber nicht wegen Corona, sondern wegen dieser Block-Wettbewerbssituation, die ich vorher angesprochen habe. Da habe ich große Bedenken. Also die Globalisierung wird nicht so weitergehen, da bin ich mir ziemlich sicher, aber nicht wegen Corona. Was hat der Klimawandel damit zu tun? Man merkt ja bei Corona, das kann auf einmal ganz schnell sein. Sie haben gesagt, das ist eine Naturkatastrophe. Der Klimawandel ist, da sind wir uns wahrscheinlich einig, die viel größere Naturkatastrophe. Von Menschen gemacht. Ja, ist ein großer Unterschied. Und im Zweifel eben nicht, so wie wir es jetzt sagen, da gibt es dann irgendwie keinen Impfstoff, sondern was weg ist, ist weg. Kommt das jetzt in den Köpfen oder sind die Leute nach Corona erstmal durchatmen und lassen uns jetzt wieder unser altes Leben also mit der Tassen? Nachdem das Klima ja die unangenehme Eigenschaft hat, dass es ein weltweites Phänomen ist und es halt auf der Welt riesige Player gibt, wie man so schön auf Deutsch sagt, die sich an dem Dreck scheren, wird es ein sehr schwieriges Thema werden. Ja. Das wird politisch ein sehr schwieriges Thema. Da brauchen wir funktionierende supranationale Ebenen, die sehe ich momentan leider nicht. Und Deutschland muss vorangehen? Ja, auf jeden Fall. Also, Sie wollten auf engeren Herrn kommen? Nein, ich wollte auf Ihren Herrn Biden zu sprechen kommen. Da glaube ich, wenn Biden Präsident wird, da würde in einigen Bereichen wie WHO, auch Klimaschutz und so weiter, einiges wieder zurechtgerückt werden. Wir wollen gucken. Fahren Sie heute noch zurück? Nein, Sie bleiben erstmal in Deutschland. Vielen lieben Dank. Vielleicht können Sie mir am Ende, bevor wir jetzt auseinandergehen, noch eine Frage beantworten. Der Deutsche gibt im Schnitt 3 Euro für eine Flasche Wein aus. Können wir das nicht? Also jetzt, wo wir gelernt haben, wie wichtig Wein auch sein kann in der Corona-Krise, es ist auch wichtig, das Leben zu genießen. Wird sich das mal irgendwann ändern? Der Italiener gibt wahrscheinlich viel mehr Geld aus für Wein, der Franzose auch, oder? Franzose mal ganz sicher, ja. Die Deutschen können, wenn sie so als... haben ein Problem mit dem guten Leben. Ja. Also in Deutschland hat man Angst, gut zu leben. Und man denkt immer, das ist zu teuer und man will immer möglichst viel Geld sparen und viele Sonderangebote haben und man guckt immer und glaubt, dass das Leben dann schöner wird, wenn man 50 Cent gespart hat. Absurd, wenn man das Geld nicht ausgibt. Mir hat neulich einer gesagt, was machst du denn mit dem Geld? Die Deutschen geben schon Geld aus, aber eben in anderen Bereichen. Genau. Nicht? Und dann, das können sie aber nicht ändern. Das ist Kultur, das sind Kulturstrukturen, die sind einfach da. Der Italiener arbeitet, um zu leben, und der Deutsche lebt, um zu arbeiten. Das ist der große Unterschied. Ja. Ich hatte gehofft, dass sich das durch Corona ein bisschen ändert. Vielen Dank, es hat großen Spaß gemacht. Ich habe
vieles erfahren. Ich würde jetzt gerne mit Ihnen noch eine Flasche Wein wetten, aber ich glaube, Ihr Wein ist zu teuer. Nein, also Sie sagen auch, Trump gewinnt die US-Wahl? Ich sag nichts. Sie sagen nichts? Ich sag nichts. Schade, aber ich habe es noch mal versucht. Sie haben es gemerkt, mein alter Journalistentrick. Vielen Dank. Alles klar.